Der neue Hunger. Wer ist schuld an der Lebensmittelkrise? Im Gespräch der Staatssekretär im Entwicklungsministerium Erich Stadter. Herr Stadter, die Preise für die Grundnahrungsmittel, für Reis, Weizen, Mais steigen weltweit in geradezu explosionsartiger Weise. Muss man jetzt eigentlich mit dramatischen Hungersnöten, gar mit einer Hungerskatastrophe in Teilen der Welt rechnen? Also die Zeichen stehen auf Sturm. Es sind auf der einen Seite die Preise und auf der anderen Seite ist es auch eine Knappheit. Und es gibt in vielen Ländern, werden keine Nahrungsmittel mehr exportiert, in Länder, die darauf angewiesen sind. Wir haben die ersten Hungerunruhen. Wann hat es zum letzten Mal gegeben? Ich glaube, es ist eine dramatische Entwicklung und wir müssen dringend gegensteuern. Was kann die deutsche Entwicklungshilfe in der Situation sofort tun? Nun, wir haben sofort unsere Mittel beim World Food Programm, also dem Welternährungsprogramm in Rom. Das ist eigentlich die UN-Organisation, die sich für solche Notsituationen kümmert. Haben wir sofort deutlich erhöht um 20 Millionen Dollar. Das ist, manche meinen, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Sie müssen ja sehen, die EU hat deutliche Mittel gesteigert. Die Weltbank hat gerade beschlossen, ihre Mittel nahezu zu verdoppeln. Und da ist überall auch eine ganze Menge deutsches Geld drin. Also was wir sofort tun können, haben wir getan. Und wir werden in den nächsten Jahren noch stärker als bisher Mittel in die ländliche Entwicklung und insbesondere in die Agrarentwicklung in den Entwicklungsländern stecken. Also die Weltbank, der Weltwährungsfonds sagen, in ungefähr 33 Ländern müsste man sofort helfen. Gibt es eigentlich Zahlen, wie viel man eigentlich geben muss, um wenigstens das Schlimmste im Moment zu verhindern? Nein, das kann man nicht genau sagen. Es geht ja nicht darum, Geld zu geben, sondern wir müssen schauen, dass wir Nahrungsmittel kaufen. Und die Frage ist ja auch, ich meine, auch die Hilfsprogramme leiden unter den erhöhten Preisen beim Weizen, beim Reis und beim Mais. Also das kann man nicht genau sagen. Wir arbeiten da immer eng mit den Partnerregierungen zusammen und versuchen eben, die Not dort zu lindern, wo sie am größten ist. Wir erwarten aber auch von den Partnerländern oder von den Partnerregierungen eigene Anstrengungen. Es gibt also das Geld, aber es gibt nicht mehr die Nahrungsmittel, die man kaufen müsste, um den Ländern zu helfen. Es ist zumindest enger geworden. Es ist enger geworden. Wie gesagt, hat das was mit dem Klimawandel schon zu tun? Natürlich hat es was mit dem Klimawandel zu tun. Natürlich hat es was mit zu tun mit dem starken Ansteigen von Biotreibstoffen. Es hat auch was mit zu tun, dass, sag mal, der Übergang zwischen Lagerhaltung und Spekulation ist ja auch fließend, dass auch Lagerhaltung betrieben wird. Ich will es mal so bezeichnen. Es hat was mit zu tun, dass ganze Länder Missernten hatten und ausfallen. China, Indien, Vietnam sind im Augenblick überhaupt keine Exporte möglich und das sind ganz, ganz wichtige Länder. Was auffällt, ist, dass zum Beispiel wir beim Biosprit dachten, das sei eine große Möglichkeit, dem Klimaschutz zu helfen. Und dann entdecken wir plötzlich, Biosprit heißt, dass in anderen Teilen der Welt Hunger wieder möglich wird. Haben wir das falsch eingeschätzt? Nein, das haben wir nicht falsch eingeschätzt. Ich glaube, wir in der Entwicklungspolitik haben von Anfang an vor dieser Entwicklung gewarnt. Es gab im letzten Jahr einen Bericht zur Landwirtschaft und Entwicklung der Weltbank, der von deutscher Seite mitfinanziert wurde. Schon dort sind kritische Stimmen zu der Entwicklung bei Biotreibstoffen drin. Solange wir die Biotreibstoffe hier bei uns in Europa herstellen, ist es noch akzeptabel. Aber wenn wir anfangen, Palmölfabriken in anderen Ländern aufzubauen, um bei uns dann den Biotreibstoff zu haben, dann vernichten wir dort landwirtschaftliche Nutzfläche. Ist das also ein Irrweg? Es muss nicht ein Irrweg sein, aber wir müssen ein ausgewogenes Verhältnis finden. Und ich glaube, das Recht auf Nahrung ist ein größeres Recht als das Recht auf Mobilität. Das müssen wir wieder deutlich machen. Wenn man sieht, jede Sekunde ein Mensch mehr auf dieser Welt, inzwischen rund 6,7 Milliarden. Es spricht aber kaum jemand über die unglaublich große Weltbevölkerung. Ist die auch ein Problem? Kann die Erde eigentlich die Weltbevölkerung vernünftig ernähren? Also sie könnte es, wenn man vernünftig umgehen würde, man müsste vielleicht auch sich Gedanken machen über unsere Ernährungsgewohnheiten. Es hat sich stark verändert. Es sind viele Völker dazugekommen, die mehr Fleisch essen als früher. Und sag mal, ein Rind verbraucht viel mehr Futter, als wenn man zum Beispiel das Korn selbst zu Mehl verarbeitet und daraus Brot bäckt. Also natürlich ist das Bevölkerungswachstum insgesamt auf der Welt an vielen Ecken ein Problem. Aber ich glaube, es ist im Augenblick nicht der entscheidende Faktor in der Situation, in der wir uns befinden. Das heißt, es ist ein Wohlstandsproblem, weil Teile der Weltbevölkerung, denen geht es gut und sowieso, aber inzwischen den Chinesen, den Indern auch. Und die beginnen, ihre Lebensgewohnheiten so zu verändern. Sie essen mehr Fleisch und das drückt insgesamt auch durch die Futtermittel auf die gesamte Ernährungssituation. Ja, aber es ist ein Faktor. Man muss immer sehen, es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Wir haben gerade vorhin über die Biotreibstoffe gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Es gibt Schätzungen, dass die bis zu zwischen 30 und 70% an den Problemen beteiligt sind. Man muss auch sehen, die FAO hat mal analysiert, was an landwirtschaftlicher Fläche auf dieser Welt zur Verfügung steht und hat festgestellt, dass in Afrika zum Beispiel bloß 20% genutzt werden, im asiatischen Raum
90%, aber in Afrika nur 20%. Man sieht also, hier ist auch, sind auch Möglichkeiten, Handlungsbedarf, das Bedarf. Aber wie ich vorhin schon sagte, auch ein Stück der Eigenanstrengung der Länder. Wir sind gern bereit zu helfen. Die Preise steigen. Profitieren eigentlich aus Ihrer Sicht die Bauern in der dritten Welt? Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung. Es wird schon Einzelne geben, die davon profitieren, aber denen laufen natürlich auch die Kosten davon. Die leiden unter den erheblich gestiegenen Rohölpreisen, das ist auch ein Faktor. Insgesamt wird es für die ja teurer. Und deswegen wird es wohl einzelne Gewinner dieser Situation geben. Aber insgesamt, insbesondere die kleinen Bauern, haben keine großen Vorteile davon. Also wenn man, Sie sind ja überall unterwegs in diesen internationalen Organisationen, sich umhört, hört man dort inzwischen die Signale? Ist eigentlich dieses neue Hungerproblem, das plötzlich wieder aufgetaucht ist, die drohende Katastrophe in Teilen der Welt etwas, was richtig ernst genommen wird, wo dann gesagt wird, wir müssen jetzt wirklich etwas tun? Ich glaube ja, wenn Sie die letzten, ich würde mal sagen, 3 bis 4 Wochen die Medien verfolgen, wer sich alles mit dem Thema beschäftigt hat, von der UN bis zur Weltbank, bis zum IWF, bis zur Europäischen Union. Gerade gestern am Mittwoch hat sich das Bundeskabinett recht lang mit der Frage beschäftigt. Unsere Ministerin hat vorgetragen und es haben sich fast alle daran beteiligt. Also das Problem ist überall angekommen. Die Lösungsmodelle sind unterschiedlich, weil die Interessen unterschiedlich sind. Aber ich glaube, dass jeder erkannt hat, dass wir so an vielen Ecken in diesem Bereich nicht weitermachen können wie bisher. Sind die Grenzen des Wachstums erreicht, muss man auch den Deutschen, den Franzosen, den Europäern insgesamt sagen, ihr werdet den Wohlstand nicht auf dem jetzigen Stand halten können, wenn wir die Welt nicht so ungleich halten wollen. Es kommt ja immer darauf an, wie man Wohlstand definiert. Und wir haben ja auch in einem Land wie der Bundesrepublik ein Wohlstandsgefälle. Ich bin jemand, der aufgrund seiner Position und seines Einkommens eher zum Wohlstand gehört. Aber es gibt doch ganz andere Situationen. Und auch in unserem Land ist die Situation für die Leute, die ein geringes Einkommen haben, schwieriger geworden. Wenn Sie auf den Markt einkaufen gehen, merken Sie auch inzwischen die Preissteigerung an vielen, auch an heimischen Produkten. Also wir werden uns mehr Gedanken machen müssen, wie wir den Wohlstand gerechter verteilen. Eine alte entwicklungspolitische Parole und an der hat sich nichts geändert. Die Alarmglocken sind laut, sie sind schrill. Befürchten Sie eigentlich richtige Hungerrevolten in Teilen dieser Welt? Wir haben sie ja schon. Wir haben sie schon und sie werden zunehmen. Befürchten Sie auch in Anführungszeichen Sturz von Systemen, weil ja ein Teil auch selbstverschuldete Armut, selbstverschuldeter Hunger ist? Ach, das haben wir schon hinter uns. In Lateinamerika gab es schon den ersten Umsturz, schon die erste Regierung abgelöst worden. Weil die Menschen in ihrer Hilflosigkeit erwarten natürlich von einer Regierung, die sie gewählt haben und die ihr Land ernst nimmt, Lösungen. Und wenn sie keine anbieten, und da sind wir gern bereit zu helfen, dann, wir reden jetzt über die Existenz von Menschen, nicht über die Zukunftsperspektiven, sondern über die nackte Existenz. Haben Sie eine Schüssel Reis am Tag, um zu essen, oder haben Sie keine? Wir haben ja lange gedacht, dass das Klima und der Klimaschutz und die Klimapolitik das große Thema dieses Jahrhunderts ist. Könnte es sein, dass wir wieder auf ganz rudimentäre Fragen zurückkommen, nämlich wie ernähren wir uns? Das ist eigentlich eine Frage, die immer mitspielte, auch bei der Klimafrage. Es hängt vieles miteinander zusammen, es gibt viele Ursachen. Wie eines der zentralen Themen der Millennium Development Goals ist zum Beispiel die Armutsbekämpfung, damit die Hungerbekämpfung. Und gleichzeitig haben wir auch dort schon von der Klimafrage gesprochen. Sicherlich ist jetzt im Augenblick eine dramatische Entwicklung, die auch Experten sagen, es kann sich vielleicht in 3, 4 Jahren, wenn es da volle Ernten gibt in den entscheidenden Ländern, wieder etwas bessern. Aber insgesamt wird aufgezeigt, dass wir in der Entwicklung sind im Bereich der Agrarentwicklung und der Nahrungsmittelvorsorge und der Hungerbekämpfung, die eher nach hinten gerichtet ist als nach vorne. Herr Stater, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.